Ja, hi, es ist Hans Schmal, Paartherapeut, Beziehungscoach in Hamburg und im schönen Murnau. Heute geht es um das Thema Streit und Triggerkommunikation. Sehr wichtig, bleibt dran. Wollte noch sagen, es gibt ja im August noch vergünstigt die Liebeschip Party-Tickets in Köln. 25.10. Genau, würde mich super freuen, wenn du kommst. Mit noch zwei anderen YouTubern, der Frau Rudloff, Angela Rudloff und der Steffi von dem Bindungsangst-Kanal. Und genau, wird mit Party hinten dran, wird euch cool, glaube ich. Kannst ja mal andere Leute kennenlernen. Und dann gibt es noch ein paar Restkarten für Hamburg, meine Lesung da. Findest du auf liebeschiff.de, 18.09. Und das Modul X ist mal wieder ein bisschen auf, da können wir wieder ein paar rein. Aber dazu ein andermal mehr. Also, Nachricht von Katschenka. Hallo Christian, ich bin in den 40ern und habe vor 8 Monaten online einen Mann kennengelernt. Am Anfang war es schön, aber schon bald merkte ich, dass er mir keine Nähe zeigen konnte über Umarmung, Küsse etc. Er zeigte mir Zuneigung über Sex und mag es sehr, meine Haare zu drehen. Das fand ich am Anfang nicht so schlimm, aber allmählich nervt es mich. Wir reden darüber, finden aber keinen Kompromiss. Ja, jetzt könnte man natürlich diese Mail wieder dann aufziehen. Okay, Bindung, also ja, ihr drückt euch in die Pole rein, Bindungsangst, vielleicht ein bisschen Verlustangst bei dir. Aber darauf wollte ich heute mal nicht fokussieren, sondern auf was anderes, die kommunikative Ebene. Aber was ich natürlich schon sagen muss, wenn ihr so konsequent eure Grenzen nicht achtet, ist das natürlich nicht gut, ne? Also da, jetzt muss man überlegen, wie wichtig sind diese, also wie wichtig ist der Punkt jetzt, wo natürlich jeder überschreitet mal irgendwo Grenzen. Ja, da musst du halt gucken, aber wenn das zunimmt, musst du halt aufpassen, ne? Außerdem kritisiert er mich oft, was ihm danach leid tut. Wir streiten viel und vertragen uns wieder. Ich weiß, dass er ab und zu so handelt, weil er sich überfordert fühlt. Was gemeinsame Zeit und Zuverlässigkeit angeht, so sind wir auf einer Wellenlänge. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Einerseits mag ich ihn, andererseits habe ich nicht das Gefühl, dass wir gute Kompromisse finden. Ich danke dir für deine Antwort und die hilfreichen Videos. Und da habe ich nochmal gefragt, ob sie nochmal einen Streit schildern kann. Ich versuche mal eine Situation zu beschreiben, in der es zum Streit kam. Letzte Woche wollten wir zusammen frühstücken. Er war bei mir. Als wir am Tisch saßen, sagte er, dass ich den falschen O-Saft für ihn besorgt hätte. Ich wurde sauer, da wir abends noch telefoniert haben und ich ihn gefragt habe, ob er noch was haben möchte. Ich sagte, dass ich ihn extra gefragt habe. Er sagte, das hätte ich wissen müssen, da wir schon so oft zusammen gefrühstückt haben. Vorher hat er noch gesagt, dass man bei mir nicht schön in der Sonne frühstücken kann, da ich nur eine Loggia habe. Ich sagte, dass ich das Gefühl habe, dass ich ihm das eben nie recht machen kann. Gut, also Mann, hier spielt sich auch wieder dieses Minuspol, Pluspol aus. Ne? Du bist ein Plus, er ein Minus. Aber wie gesagt, da haben wir ja genug Videos drüber. Wir machen heute mal einen anderen Fokus. Also diese ewige Kritisiererei ist natürlich schon, ja. Er sagte, das stimmt nicht, das war meine Sicht. Man dürfe ja mal Kritik üben. Ich sagte, dass er das oft macht. Dann fluchte er vor sich hin. Ich will ihn nicht verstehen, es ist total anstrengend. Verließ den Raum, dann könnte er ja auch nach Hause fahren. Das ist 150 Kilometer entfernt. Also Online-Dating und Fernbeziehungen. Gewagtes Unterfangen immer. Er packte seine Sachen und ging, sagte, dass es dann besser so sei. Nach einer halben Stunde klingelte er, ich habe ihn da reingelassen. Vielleicht hätte ich nicht aufmachen sollen. Er sagte, dass er mich ab und zu nicht versteht und es anstrengend findet. Dann unternehmen wir was und am nächsten Tag ist wieder irgendwas. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Einerseits mag ich ihn, aber er kann mir nicht die Nähe geben, die ich bräuchte. Andererseits schaffe ich nicht, mich zu trennen, da ich irgendwie denke, dass es besser wird. Ja gut, also so hochtoxisch ist es ja jetzt nicht, ne? Kann man mal gucken.
Und was wir hier haben, ist halt dieses, dass ihr euch in einer Tour gegenseitig antriggert, ne? Ich meine, es ist nie Pech oder irgendwie sowas, dass wir ziehen halt die Menschen an, die wir anziehen, so, ne? Das ist, und sicherlich, also einmal könnte man jetzt wieder gucken auf Glaubenssätze, wenn du einen Glaubenssatz hast, was du vermutlich hast, dass du irgendwie nicht gut genug bist und dass sozusagen dieser Gedanke viel Momentum hat und noch nicht genügend gechallenged ist, dann ziehst du Leute an, die dir eben auch wieder sagen, du bist nicht gut genug, so, ne? Und wenn er zum Beispiel ein Thema hat, Beziehungen sind immer anstrengend, dann zieht er mit dir jetzt jemand an, du bist ja für ihn anstrengend, auch wenn du das jetzt nicht verstehen kannst, aber ist ja schon mal so. So, und jetzt kann man das so ein bisschen als Übung nutzen, immer wieder den anderen zu entlassen aus seiner, soll ich mal sagen, ja, du bist der Böse, du hast dies gemacht, du hast jenes gemacht, sondern zu überlegen, warum triggert mich das so an? Ne? Also nehmen wir an, den falschen O-Saft. Wieso ärgert sich das so? Ich vermute mal, das ist dieser typische Pluspol-Ärger, der, also bei mir war das Mount Everest, diese Wut. Also als ich da einmal rangekommen bin, dachte ich, oh mein Gott, wie kann man so viel Wut haben? Also auf alles, was ich so angesammelt hat im Leben. Und dann sagt er, ja, falschen O-Saft besorgt. Und dann denkst du mir, ja, wie kann das sein? Ich habe doch gesagt, gefragt. Und ich versuche ihm alles richtig zu machen, und es ist trotzdem nicht richtig. Also du kannst da wirklich das richtig nutzen, um auf deiner Seite zu gucken. Also du musst nicht mit ihm zusammen sein, ne? Also das ist ja klar. Aber du kannst gucken, wieso triggert mich das so an? Weil es könnte ja auch egal sein, muss ich nur sagen. Dann sagt er halt, du hast den falschen O-Saft besorgt und du sagst, whatever. Ich habe dich gefragt, da rein, da raus, Frühstück's weiter, fertig. Das könnte ja auch sein, so, ne? Und das heißt, da ist noch was, bei ihm natürlich auch, ne? Also er könnte jetzt gucken, wieso muss ich immer so viel kritisieren, ne? Was werde ich mich selber innerlich so ab, dass ich das immer wieder machen muss, mich selber so angespannt. Ja, so kann ich meine Partnerin nicht stoppen, dass sie immer wieder irgendwas hat, weil du triggerst ihn ja auch an, so, ne? Und da könntet ihr jetzt gucken, dass ihr halt besser kommuniziert, das heißt also klarer kommuniziert und immer mal ein bisschen guckt, ah, okay, warum bin ich jetzt angetriggert? Weil das sind schon diese innere Kindthemen, ne? Wo man immer beleidigt, genervt, frustriert, wütend, beleidigt, genervt, frustriert, wütend, dann geht man raus, sagt, ich gehe jetzt, da kommt man, denkt man, ich will ja eigentlich gar nicht gehen, kommt wieder. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist so anstrengend, next. Aber es ist ja immer so, wenn man an seinen Anziehungspunkten nicht arbeitet, naja, dann kommt halt der nächste, der wieder sowas macht, ne? Also deswegen guck mal, ob du da, was deine Träger sind und wie das vielleicht auf dein inneres Kind oder frühere Version deiner selbst, sag ich mal, reflektiert irgendwie, wo du vielleicht auch schon dich tierisch bemüht hast und es war nie gut genug und du bist eigentlich auch tierisch wütend deswegen. Und ja, versuch es einfach mal mit deinem Bewusstsein zu durchdringen, ne, was da eigentlich so passiert. Und lass ihn mal momentweise aus dem Spiel raus. Also er ist sozusagen nur der Anlass, dass du diesen Trigger wahrnehmen kannst bei dir, ne? Es wäre natürlich toll, wenn er es auch machen würde, aber gut. So, und dann würde ich dir raten, mal, ja, immer wieder Glaubenssätze, weil die Glaubenssätze führen eben auch zur Realität, ne? Was sind deine Glaubenssätze bezüglich Beziehung und versuch die mal, vielleicht hast du Modul 2, Vertiefungsübungen für meine Umprogrammierung des Liebeschips, Kontergedanken, immer wieder, was denke ich über Beziehungen, positive Gedanken denken, es wird jeden Tag besser, es kommt immer mehr Liebe in mein Leben, oder Modul X habe ich ja auch hier das Tapping, ne? Muss man so Punkte klopfen und verbindet das mit Affirmationen und das würde ich auf jeden Fall machen. Oder im Detox-Kurs haben wir das jetzt auch drin. Das ist echt eine coole Sache mit diesem Tapping. Ja, also, und da deine Glaubenssätze nochmal challengen, so, ne, dass du dir da eine angenehmere Zukunft manifestieren kannst.
sozusagen, ne? Und sei nicht verzagt. Also wir werden hier nie fertig, ne? Es geht immer weiter und aber du kannst was dafür tun, dass du dich besser fühlst, egal wie sich dein Partner gerade verhält, ne? Indem du auf deine Trigger guckst, du dich da von ihm abkoppelst, du sagst, dann kritisiert er mich eben, ich bleib trotzdem gut gelaunt und mich wird er aus meiner guten Laune und meinem nice geilen Leben nicht rauskriegen, so, ne? Nicht rausschubsen, auch nicht stundenweise. Daran würde ich dir mal empfehlen zu arbeiten. Und kann sein, wenn du dann immer cool bist und locker drauf und nicht angetriggert, dass er es gar nicht mehr macht. Das heißt jetzt nicht, dass er es extra macht. Also, das wäre jetzt ein völlig falscher Gedanke, ne? Er kann im Moment nicht anders, du kannst im Moment nicht anders. Und ja, aber du nutzt es einfach für dich, jetzt diese Beziehung nicht weiterzuentwickeln. Und wenn du dich weiterentwickelst, dann entwickelt sich entweder die Beziehung hier mit oder du ziehst einen neuen Partner an. Das ist eigentlich großartig so, ne? Und was ich auch meiner Zukunft mehr fokussieren möchte, also ich möchte meine Vision davon, neuen, visionären Beziehungen immer mehr fokussieren, das ist ja auch gar nicht die Idee, dass man von jemand weggeht, sondern man geht woanders hin einfach, ne? Also du sagst jetzt zum Beispiel, du gehst hin, weg aus dem, also du möchtest nicht mehr in so einem Triggerland sein, und du gehst für dich dahin in dir selbst jetzt, das hat jetzt mit Trennung gar nichts zu tun, ne? Wo es dir besser geht, ne? Also du sorgst dafür, dass es dir gut geht, egal was er gerade macht. Und er ist ja, und was man ja auch schön sehen kann, also er ist ja genauso getriggert wie du, ne? Er ist ja getriggert von dir, rennt raus. Ich meine, das sind eigentlich eure beiden inneren Kinder, ne? Das kann man sich so richtig, von außen ist es immer so leicht zu sehen, ne? Aber die haben wir alle, ne? Ich hab die auch, ne? Also, das dann so sein inneres Kind geht raus und schmeißt die Tür zu. So, was hast du jetzt davon? Und merkt dann, oh, ich will ja doch noch mit der spielen, kommt wieder zurück und also versuch das mal ein bisschen lockerer zu nehmen, nicht so dramatisch, und versuch mal diese Hinweise umzusetzen, ein bisschen, und gucken, ob sich dann was verändert. So. Sieh es mal einfach so als Spielgrund, ne, als Spielplatz, diese Beziehung, ne, wo du neue Sachen ausprobierst. So würde ich das, glaube ich, angehen. Ja, gut, in diesem Sinne. Also, es ist ein super wichtiges Thema, weil dann zu gucken, warum sind wir getriggert, und nicht immer zu überlegen, warum ist der Partner böse, sondern warum bin ich eigentlich davon so angetriggert. Das ist eine hochspannende Geschichte. Wir werden uns bald wiedersehen.